Grimski. Hallo Gendobre, liebe Leute, und willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer kleinen Zusammenfassung nach der E3. Die E3 ist nun vorbei und wir haben einiges gesehen, das wir erwartet haben, aber auch vieles Neues. Im letzten Video habe ich schon erläutert, welche Präsentatoren uns erwarten und welche Ankündigungen möglich sind. Und heute beschäftigen wir uns mal damit, was tatsächlich gezeigt wurde. Die in meinen Augen interessantesten und neuesten Sachen werde ich auch mit etwas Videomaterial unterlegen. Nummer 1, die EA Show. Zu Beginn sahen wir Madden 18, direkt gefolgt von Battlefield 1 in the Name of the Tsar. Dann ging es weiter mit FIFA 18, Need for Speed Payback, A Way Out. Hier haben wir bereits den ersten Titel, den ich etwas näher erläutern möchte. By the Way Out geht es scheinbar um zwei Typen, die sich im Gefängnis kennenlernen und dann gemeinsam einen Ausbruch planen. So weit, so gut, doch jetzt kommt der Clou des Ganzen. A Way Out ist laut Ankündigung nur im Koop spielbar. It's pitch black. We need a light. Richtig, das was vielen Games heute fehlt, setzt dieses Spiel voraus. Im Splitscreen übernimmt jeder Spieler eine Rolle und kann mit seinem Kumpanen zeitgleich Aufgaben bewältigen. Dabei kann es sich um einzelne Aufgaben handeln, die lediglich zur gleichen Zeit stattfinden, oder aber auch kooperative Aufgaben, die nur im Team lösbar sind. Meiner Meinung nach hat das Ganze riesiges Potenzial und ich bin definitiv gespannt, was daraus wird. Doch schauen wir weiter. Anthem Teaser, dazu komme ich gleich bei der Xbox PK. NBA Live 18 und natürlich das große Finale Star Wars Battlefront 2. Und man kann das Ganze natürlich für gut erachten oder auch nicht, aber EA hat sich dazu entschlossen, eine halbe Stunde Gameplay von Star Wars Battlefront 2 zu zeigen. Wir sahen einige Truppen, Panzer und auch Helden, doch schaut doch einfach mal selber 10 Sekunden rein. Nun kommen wir zu Microsoft mit den mit Abstand meisten Ankündigungen der gesamten E3. Los ging es mit der Xbox One X, das ist nämlich der neue Name der Xbox Scorpio, wie wir sie vorher nannten. Außer dem Namen gibt es nichts Überraschendes, denn alle erwarteten technischen Specs wurden erfüllt. Weiter, Forza Motorsport 7, Metro Exodus, Assassin's Creed Origins, dazu später mehr bei Bethesda, PlayerUnknown's Battleground für Xbox One, Deep Rock Galactic, State of Decay 2, The Darwin Project, ein Titel, der höchstwahrscheinlich seinen kompletten Schwerpunkt auf Battle Royale jeder gegen jeden Kämpfe legen wird. Minecraft, aber 4K und jetzt haltet euch fest, Crossplay mit PC, Xbox One und Switch. Cool, dass da auch so gut zusammengearbeitet wird, das freut mich definitiv. Beim nächsten Titel muss ich direkt mal wieder kurz stoppen, Dragon Ball Fighter Z. Ja, ein neues Dragon Ball Z Fighting Game und diesmal höchstwahrscheinlich exklusiv für Xbox One und PC. Storytechnisch scheint es auf dem neuesten Stand zu sein, die Kämpfe werden überwiegend in 2D bestritten, aber coole Special Effects gibt es natürlich trotzdem, seht selbst. Ich bin gehypt. Doch fahren wir am besten fort, die Liste ist immerhin noch lang genug. Black Desert Online, das es bereits gibt, aber nicht für Xbox One. The Last Night, The Artful Escape, Code Vein, Sea of Thieves, was wir beim letzten Mal näher besprochen haben, Tacoma, Super Lucky's Tale, Cuphead, Crackdown 3, Ashen, Life is Strange Before the Storm, Mittelerde Schatten des Krieges, Ori and the Will of Wisps? Xbox News. Games der ersten Xbox werden auf die Xbox One X zurückkommen und der Preis der Xbox One X wurde geleakt und zwar soll er 499 US-Dollar betragen. Und zu guter Letzt haben wir das vorhin angesprochene Anthem. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hi, I'm John Warner, Game Director for Anthem.
Anthem sieht direkt aus wie der Konkurrent zu Destiny. Neben ein wenig Story sahen wir außerdem coole Exoskelett-Kampfanzüge, die es dem Spieler erlauben zu fliegen und natürlich seine Gegner kräftig wegzuballern. Hang in there. Das Gameplay sieht innovativ und abwechslungsreich aus und macht Lust auf mehr. Grafisch ist das Teil absolute Spitzenklasse und ist wohl ein Paradebeispiel dafür, was die Xbox One X alles leisten kann. Sieht doch schon mal vielversprechend aus, aber wird Anthem wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent für Destiny 2? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare oder macht hier oben bei der Abstimmung mit, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Bethesda hat dagegen nicht so viel Unerwartetes gebracht, aber schauen wir doch mal rein. Wir haben Doom VR, Fallout 4 VR, wie beim letzten Mal auch besprochen, und weiter ging es mit dem Creation Club, eine Datenbank mit Mods für alle aktuellen Titel, also auch Mods von Usern gemacht. Offizielle Bethesda-Mods wird es auch geben, aber das Ganze hat ein bisschen den Anschein gemacht, als ob es mit Microtransactions arbeitet. Aber da ist noch nichts bestätigt, warten wir es mal ab. Weiter ging es mit The Elder Scrolls Legends, einem Trading Card Game, Skyrim für die Switch mit Link Amiibo Support. Das Ganze soll dann wohl so aussehen. Ein Dishonored Story DLC mit dem Titel Death of the Outsider, Quake Champions, das sich diesmal besonders auf E-Sports spezialisieren soll. Und zum Schluss die zwei Top-Titel und wir fangen an mit The Evil Within 2. Der E3-Trailer zu The Evil Within 2 hat meiner Meinung nach nicht gerade grafisch gepunktet, dafür aber mit besonders coolen Schockmomenten. Gutes Level- und Gegnerdesign sind mir ebenfalls aufgefallen und storytechnisch scheint es wieder so richtig schön wahnsinnig zu werden. Und nun nicht zu vergessen das Bethesda-Finale Wolfenstein 2 The New Colossus. Here you go, Peggy. There's everything your mother ordered and a ration card. And here's a Lakritz Necker just for you. Wow. Gee, thanks, Mr. Wilson. Auch hier finden wir wieder eine kleine Prise Wahnsinn, aber vor allem punktet Wolfenstein 2 mit atemberaubender Action. Dabei darf der Humor natürlich nicht zu kurz kommen. Des Weiteren war das gezeigte Material auf der Stufe der heutigen grafischen Standards, das Gameplay jedoch hat richtig gut reingehauen. Die Nazis bekommen mit großem Krawall was auf die Nase, cooler Abschluss für eine PK. Zur Halbzeit zwischen den großen Pressekonferenzen lief die PC Gaming Show mit nicht so viel Erwähnenswertem, außer vielleicht dieser kleinen Sache hier. Vielleicht eher was für die vorherige Generation an Gamern, aber trotzdem immer noch ein cooler Titel. Das erste Age of Empires erhält nach 20 Jahren eine Definitive Edition. Dabei wird das Ganze auf wunderschönes 4K UHD aufpoliert, der Sound wurde remastered, es gibt neue Zoom-Stufen, neue Gameplay-Elemente und das Ganze erscheint scheinbar auch auf der Xbox One und erhält einen Xbox Live Multiplayer. Also für die etwas älteren Zuschauer, die schon damals auf Strategiespiele standen, freut euch drauf.
Doch weiter soll es gehen mit Ubisoft, die eine atemberaubende Pressekonferenz präsentiert haben. Den Anfang machte Ubisoft mit Mario plus Rabbids Kingdom Battle, wie es scheinbar ausgesprochen wird. Besonderer Moment gleich zu Anfang, denn Shigeru Miyamoto, der Chef von Nintendo Japan höchstpersönlich, betritt die Bühne, um zusammen mit Yves Guillemot, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, Mario plus Rabbids Kingdom Battle vorzustellen und zu eröffnen. Weiter ging es mit Assassin's Creed Origins, diesmal ein bisschen detaillierter, The Crew 2, South Park, The Fractured Butthole, Transference VR, wo scheinbar auch Elijah Wood eine Rolle spielt, und stoppen wir mal in der Mitte für eine Neuankündigung, Skull and Bones. Here is our gang of pirates, the Raiders, going head to head with a gang of rival players, the Cutthroats. Victory goes to the team with the most loot at the end of the hunt. Skull and Bones entstand offensichtlich aus den Seeschlachten aus Assassin's Creed Black Flag. Es soll eine Singleplayer-Kampagne geben, doch gezeigt wurde vor allem der Multiplayer. Jeder Spieler erhält ein eigenes Schiff inklusive eigener Mannschaft und stürzt sich damit in die Schlacht. Besonderer Clou, da es sich um Segelschiffe handelt, muss stets auf den Wind geachtet werden. Das macht das ganze Manövrieren natürlich etwas komplizierter und dadurch die Schlachten taktisch interessanter. Grafisch scheint Skull and Bones ebenfalls eine Bombe zu werden und das Ganze erscheint für den PC und alle aktuellen Konsolen, leider außer der Switch. Kein Konkurrent zu Sea of Thieves, aber ich liebe Piraten trotzdem und bin deshalb auch gehypt. Die Anmeldung zur Beta läuft übrigens bereits auf der offiziellen Ubisoft-Seite. Dort könnt ihr euch anmelden und vielleicht mit etwas Glück an dem Beta-Test teilnehmen. Ich bin schon registriert. Doch die Pressekonferenz ging natürlich weiter, und zwar mit Just Dance 2018, das auf so vielen Plattformen erscheint, dass sogar die allererste Wii dabei ist. Ein weiteres South Park Game, diesmal für die Smartphones, das Ganze nennt sich Phone Destroyer. Starlink mit dem interessanten Toy-Life-Prinzip, bei dem ihr eure Raumschiffe auf den Controller legt und diese dann im Spiel erscheinen. Ein DLC zu Steep, und zwar mit dem Namen Road to the Olympics, was also bedeutet, dass sich Ubisoft die Lizenz für Olympia gesichert hat. Far Cry 5, das war nicht nur zu erwarten, sondern wurde sogar im letzten Video besprochen und nochmal in den News davor. Aber zu guter Letzt das grandiose Finale von Ubisofts PK 2017 bei der E3, Beyond Good and Evil 2. ...15 Jahre nach dem ersten Teil erscheint tatsächlich Beyond Good and Evil 2 und meine Fresse, sieht das gut aus. Klar, man hat noch nicht viel zum Gameplay gesehen, aber der Trailer verspricht eine grandiose Story, coole Charaktere und jede Menge Action. Seinen Stolz über das Projekt drückte der Chefentwickler von Beyond Good and Evil 2 auf der Bühne auch mit einer kleinen Träne aus. Nach 15 Jahren immer noch nicht aufgegeben, das nenne ich Kampfgeist. Dankeschön Ubisoft für diese tolle Pressekonferenz. Die vorletzte Pressekonferenz dieser E3 hatte dagegen Sony, der zweite Riese gleich nach Microsoft, und zwar mit einer ganzen Liste an Games. Eröffnung, und zwar mit der Side-Story Uncharted The Lost Legacy, einem Add-on zu Horizon, das wirklich interessant aussah, Days Gone und was kommt da? Monster Hunter World, ein komplettes Monster Hunter für die PS4. Schauen wir doch mal rein. Zu sehen ist vor allem ein langer Kampf gegen einen fiesen Dinosaurier, der sich durch die ganze Map zu ziehen scheint. Dabei sehen wir, dass es mehrere Möglichkeiten zur Flucht und zur Täuschung gibt. Auch die Umgebung kann aktiv genutzt werden, um seinen Gegner zur Strecke zu bringen. Oh, ein zweites Riesenviech taucht auf. Nett! Ein vollwertiges Monster Hunter mit wunderschöner PS4-Grafik, darauf haben einige Fans gewartet. Gameplay-technisch scheint ja alles drin zu sein, also warten wir und freuen wir uns auf weiteres Material.
Weiter ging es mit dem nächsten Hammer für Fans, und zwar Shadow of the Colossus bekommt eine Remastered Version für die PlayStation 4. Ich persönlich bin sehr gehypt darauf. Genau wie andere wahrscheinlich auf Marvel vs. Capcom Infinite. Doch die Liste ist noch lang, also machen wir weiter mit COD World War 2, Skyrim VR, Starchild, The Impatient, Final Fantasy 15 Monsters of the Deep VR, also ein VR-Angelspiel von Final Fantasy 15, Bravo Team, Polyarc VR, Moss, God of War, das wir auch beim letzten Video näher besprochen haben, Detroit Become Human, Destiny 2, und das Finale von Sony war tatsächlich Spider-Man. Ob es wirklich so gut war, da schauen wir jetzt rein. All units, all units. 1010 Asset 36 in Park. Repeat, all units be advised. Shots fired at Fisk Towers. Wenn man sich das Gameplay des neuen Spider-Man so anguckt, muss man sagen, ja, scheint wirklich gut zu sein. Coole und Spidey-typische Tricks mit dem Spinnennetz, das Fortbewegen auf höheren Ebenen, das etwas an Batman erinnert, ein paar Gegner im Nahkampf zerkloppen, obwohl das noch am wenigsten beeindruckt hat, schwungvolle Verfolgungsjagden durch die City, bekannte Charaktere und das freche Mundwerk, das ich an Spider-Man so liebe. You. Nice jumpsuit. Slimming. Please don't screw this up. Insgesamt doch ganz schick, aber ob es einem Sony-Finale für die E3 2017 würdig war, das muss doch jeder selber entscheiden. Scheinbar gehörte das Ende der E3 den Japanern, denn zu guter Letzt bekamen wir Nintendos Pressekonferenz zu sehen. Ich beginne mal mit Rocket League für die Switch, und zwar soll das ganze Crossplay über alle Plattformen bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Pokémon Tekken bekommt für die Switch eine Deluxe-Version. Xenoblade Chronicles 2 konnten wir uns anschauen. Kirby, ja, ein neues Kirby-Spiel. Und die erste coole Hammer-News, zu der wir leider kein Bildmaterial bekamen, war doch trotzdem Pokémon, es soll ein RPG für die Switch in Entwicklung sein, sagte zumindest dieser Herr hier. I have one more announcement. Game Freak has begun developing a core RPG Pokémon title on Nintendo Switch. Gleich darauf die nächste Bombenankündigung mit Metroid Prime 4. Auch hier leider kein Gameplay-Bildmaterial, aber sie arbeiten dran und das ist doch schon mal was. Weiter ging es mit einem neuen Yoshi-Spiel in einer Papierwelt, dann Fire Emblem Warriors und The Legend of Zelda Breath of the Wild The Master Trials, genau wie The Legend of Zelda Breath of the Wild The Champions Ballad. Zwei DLCs, die unter anderem neue Gegenstände, einen Master-Modus und neue Story einbringen. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle musste natürlich auch nochmal näher beleuchtet werden, doch zu guter Letzt endete die leider nur 25 Minuten lange Präsentation von Nintendo auf der E3 2017 mit Super Mario Odyssey. Da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, außer dass der Trailer absoluter Wahnsinn ist, und deshalb möchte ich euch auch mit diesem entlassen. Also dranbleiben, gleich gibt's den Trailer in voller Länge. Von mir war's das an dieser Stelle erstmal. Wem es gefallen hat, Lajkovac, Kommentovac, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn mich jemand unterstützen möchte, kann er sich doch mal den Affiliate-Link zu Amazon unten in meiner Videobeschreibung angucken. Da kriege ich nämlich immer ein paar Cent ab, wenn ihr darüber irgendetwas kauft. Aber ich möchte gar nicht mehr lang schnacken. David Sänger heißt auf Wiedersehen und ciao. Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon. Oh, this great wide wacky world.
Jump with me, grab coins with me, oh yeah! It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, get right.